Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wie ihr schon gesehen habt im kurzen Intro, spielen wir The Tape, ein Indie-Horror-Game. Und es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ich sehe schon, wir sind direkt im Spiel angekommen und schauen hypnotisch auf diesen wunderbaren Lampenschirm. Mein Gott, bist du ein wunderbarer Lampenschirm. Wir haben unser Zimmer auch super eingerichtet. Es wirkt absolut wohnlich. Wir haben nichts bis auf diese eine traurige Lampe, die wir auch ausmachen können. Dann ist absolut dunkel. Nee, wir lassen sie an. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Das Game sah auf jeden Fall von den Bildern her super interessant aus. Es ist leider auch super dunkel, wie ich ja sehe. Aber das ist kein Problem. Ich bin zufälligerweise ein absoluter Experte im dunkeln Koten. Das aber wird bestimmt nicht schief gehen. Es wird furchtbar schief gehen. Nein, wirklich, es wird furchtbar schief gehen. Ich rate euch allen, kotet nicht im Dunkeln. Warum ist hier denn so dunkel? Was ist das? Mein Gott, es ist schon wieder eine dieser Videokassetten. Ist schon wieder Zeit. Ist schon wieder Zeit für die unbeschrifteten Videokassetten, wo bestimmt kein schmutziger FSK 18 Film drauf ist. Okay, ich habe es aufgenommen. Ich glaube, es ist die Power Engine. Okay, ja, ich kenne das Menü nur zu gut. Okay, was? Das ist unsere Wohnung. Das ist unsere Wohnung, die besteht aus einem Bett, einem Lampenschirm, Klo und einer Türmatte, wo Malcolm steht. Ja, sei mir auch willkommen, das ist die schlimmste Wohnung ever. Na gut, schauen wir uns ein bisschen weiter um. Jack, sag mal, warum haben wir uns hier eingemietet? Es war billig, ach so. Okay, ja, wenn es billig ist, dann ist es natürlich absolut fantastisch. So. Das Dodge Room ist auch dicht. Mein Gott, das sieht sowas von nett aus. Es klingt natürlich sofort das Telefon. Telefon! Hallo? Was, wir sehen uns um 3 Uhr morgens. Mein Gott, endlich hat mal eines dieser Tinder-Dates funktioniert. Jetzt gibt es Sex um 3 Uhr morgens. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch, dass wir hier Schubladen aufmachen können. Das liebe ich ja in Horror-Games. Es ist absolut hier nichts drin. Na toll. Lassen wir mal die Lampe an. Was ist das hier für ein Wohnbereich? Was rotes Sicherheitslevel? Es gibt hier eine Tür, wo rotes Sicherheitslevel steht. In diesen wunderbaren Apartment Rooms. Sehr cool. Und wessen Telefon ist das überhaupt? Gehört das allen oder was? Da habe ich Glück, dass ich rangegangen bin. Sonst hätte jetzt ein anderer das Tinder-Date um 3 Uhr morgens. Großartig. So. Was ist das? Das sieht ja super wenig verstörend aus. Der kaputte Hallway, also der in Ruin liegende Gang. Ja, super, super. Das ist mal ein Bild, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist mein allerliebstes Lieblingsbild. Der in Ruin liegende Gang. Tür ist versperrt. Was ist denn das für ein Aufbau? Entweder wir wohnen hier, dann ist es wohl unser Haus, aber dann sind wir leider ein Türmattenfetischist. Ja, wir lieben vielleicht einfach nur Türmatten, wo Willkommen draufsteht. Und haben es für jeden Raum, haben wir eine Türmatte mit Willkommen gelegt. Oder aber... Ich glaube, das Buch ist verflucht. Das Bild ist verflucht. Oder aber ist es so ein komischer Gemeinschaftsraum? Weiß nicht. Ich weiß nicht, aber wir haben furchtbar viele Bücher natürlich aus, muss immer gelesen werden. Und ein Weinrebensessel, sehr schön. Da aber werde ich königlich meinen Arschspalt niederlassen. Okay, das Bild ist überhaupt nicht verstörend. Das ist natürlich das kleine gehängte Mädchen, das sich etwas größer machen wollte. Das nehmen wir mit. Okay, dann verstörend. Und hier können wir Bilder aufhängen. Ja. Ja, jetzt hängt's hier unter der 1. 1, 2, 3, 4. Na gut, ich sehe schon, wir sind ein großer Fan von unheimlichen Bildern. Die sammeln wir hier und nummerieren sie auch. Wir müssen, gotta catch them all. Oh, verspotte mich nicht, der Mistlampe. Was ist hier los mit dir? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Bist du vielleicht vom Satan besessen? Bist du die Satanslampe? Nein, es ist nicht die Satanslampe, es hat einfach vielleicht nur einen Wackelkontakt. Andererseits ist es überall Blut an den Wänden und es ist 12 Uhr Mitternacht. Vielleicht ist es die Satanslampe. Nein, wirklich, vielleicht ist es die Satanslampe. Ach du liebe Güte, was stimmt denn hier schon wieder nicht? Habe ich sowas wie eine Flashlight? Nee, natürlich nicht. Das wäre viel zu praktisch. Das wäre wirklich viel zu praktisch, eine Flashlight zu haben. Da würde ich nicht was sehen. Aber wir haben dafür Kerzen, um es uns romantisch zu machen. Natürlich in schicken Schwarz. Jeder braucht schwarze Kerzen für seine Opferungen. Klar, nehmen wir mit. Hier.
Unheimliche Häuserfront ist auch eins, ein richtig tolles Bild. Hier ist der Fernsehraum, den wir gefunden haben. Der Fernsehraum aber hat nicht unheimliche Bilder, der hat nur das wunderschöne Blumenbild. Ja, Zeichnung von einem Blumentopf, großartig. Das ist neue Kultisten-Radio. Das ist unser neuer Radiosender. Wir flüstern da immer die ganze Nacht durch. Ist auch nicht verstörend oder so. Mach raus, mach raus. Passt schon. Ist okay. Ist nur ein bisschen creepy. Ist nur ein bisschen super creepy. Okay, legen wir mal hier die Videokassette ein. Schauen wir mal, was drauf ist. So, rein damit. Muss ich noch Play machen? Muss ich Play machen oder muss ich nicht Play machen? Turn off. Ah, Play. Los geht's. So. Was läuft heute Schönes im Fernsehen? Ich freue mich schon super. Freue mich schon total. Achso, ich muss. Oh nein, ich muss die Fernseher anmachen. Hallo, ich habe schon die Hälfte verpasst. Oh Gott. Okay, okay. Ja, wir gucken jetzt den Rest. Ah, hier haben wir Blut den Gang. Das sieht irrealistisch aus. Haben die das selbst gedreht? Das wäre ein cooles Gimmick in dem Game. Ja klar, ist total beruhigend. Ich liebe diese Ruinen mit dem Blut. Gehe ich am liebsten spazieren und pfeife ein lustiges Lied. Lalalala. Okay. Aber wir sehen bald irgendwas echt Verstörendes. Wir sehen echt bald was irgendwas Verstörendes. Was steht da? Krank. Ja, die obligatorischen Kinderhandabdrücke oder Geisterkinderhandabdrücke. Ja, ignoriere einfach diese schwarze Gestalt, die da steht. Die interessiert auch keiner. Hast du vollkommen recht. Hast du gut gemacht. Was ein Zeichen. Zeichen, soll ich mir das aufschreiben? Das ist das Doppelkreuz. Da hat Christus beim Kreuzigen doppelt so viel Spaß. Das ist super. Oder falls es zufälligerweise Tschernobyl Christus ist mit seinen vier Armen. Ja, war schon cool, war schon cool. Ist jetzt vielleicht nicht so mein allerliebster Lieblingsfilm, aber war schon ganz nett. Krieg ich das auch wieder raus? Ja, zurückspulen. Das ist ganz schön detailliert. Ich muss hier echt Videokassetten zurückspulen. Wie krass. Das erinnert mich echt an die guten alten Zeiten, so überschreiben. Nicht? Achso, eject. Wir werden vielleicht noch weitere Tapes finden, weil da stand Tape 1, also wird es hoffentlich auch ein Tape 2 geben. Okay. Schauen wir uns mal weiter um. Das war ein komisches Symbol. Ja klar. Mein Gott, ihr kennt es doch, wenn eure WG wieder vorgenommen hat, dem Satan zu opfern. Klar, da macht man halt sowas. Das sind so typische Kultisten-WGs, ganz klar. Ist nichts Ungewöhnliches. Eine kleine Box. Eine Box, die ich aber nicht aufkriege. Alte kleine Kiste. Okay, schick. Schick, kleine alte Kiste. Klar, warum nicht? Oh, jetzt ganz romantisch. Epoch Lyon. Oh, oui. Mein absoluter Lieblingswein. Er darf auf keiner Opferung fehlen. Ein gutes Glas Rotwein zum Entspannen. Für den Geopferten und für den Opfernden. Ganz klar. Die Ruinen. Cool. Cool. Ich liebe Ruinenbilder. Das ist cool gemacht, das Game bisher. Mir gefällt's. Mir gefällt's eigentlich ziemlich gut. Das ist das hockende Mistmädchen. Ja, ohne Gesicht. Das ist das hockende Mistmädchen ohne Gesicht. Achso, ein kaputtes Bild vom Mädchen ohne Gesicht. Schön. Okay, das sieht man wieder ganz normal aus. Ich glaube, ich muss hier nicht jedes Bild anschauen. Okay, die Wellen wollen das Schiff in die Tiefe reißen. Und ich sehe, wir sind ein großer Weinfan. Ein sehr großer Weinfan. Hier haben wir unsere kleinen Weinkistchen natürlich. Und was ist im Kühlschrank? Gar nichts, weil wir ihn nicht öffnen können. Na gut, das ist ein bisschen traurig. Ich hätte super gern gewusst, was im Kühlschrank ist. Aber es wird wohl nicht funktionieren. Was ist das? Würfel. Da sind zwei drauf. Muss man sich das auch aufschreiben? Warum ist hier ein Würfel mit einer zwei? Das wirkt irgendwie strange. Na egal. Schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter, was es hier sonst noch so gibt. Ist ja auch überhaupt nicht unheimlich, so der ganze Stock und so weiter. Oder wie das hier eingerichtet ist, ist ja total normal. Ach Gott, nicht schon wieder das Bild. Gott, das gibt's einfach in so vielen. Ein Porträt von einem seltsamen Mann. Das ist ein seltsamer Mann. Das wird es noch unheimlicher machen. Ich habe es immer als seltsame Frau gehalten. Aber das habe ich schon in so vielen Horrorfilmen schon gesehen. Eine Sicherheitskarte. Her damit. Her damit. Damit können wir oben aufmachen. Wir haben die rote Sicherheitskarte gefunden.
Sehr gut. Wir haben die Männertoilette gefunden. Was ist es? Ist es ein Clubhaus oder so? Sieht echt aus wie so ein Clubhaus. Duschen gibt's. Das ist eine 4. Vielleicht sollte ich mir das aufschreiben. Ich schreibe es mal auf. Irgendwie wirkt es zu offensichtlich, diese Würfel mit den Zahlen. Das ist irgendwie komisch. Vielleicht ist es für ein Rätsel oder so. Okay, schauen wir mal hier weiter. Warum habe ich krasses Herzklopfen? Hallo? Habe ich Herzklopfen, weil ich in der Damentoilette bin und hier nicht sein sollte? Kann das sein? Aber da würde ich auch Herzklopfen kriegen. Vielleicht sehe ich ja ein Nippel. Das wäre unglaublich. Das wäre die größte sexuelle Erfahrung, die ich je hatte. Nein, nein, so unglaublich wäre das nicht. Okay, wir haben sogar eine Stamina-Bar. Wir gehen jetzt einfach mal weiter runter. Warum haben wir Herzrasen? Was ist das Problem? Haben wir zu viel Kaffee getrunken, oder? Hier geht's nicht weiter, wir müssen wieder nach oben. Das ist vielleicht ein ganz schlechtes Zeichen, dieses Herzrasen. Vielleicht kriegen wir gleich den Jumpscare unseres Lebens. Ich bin darauf vorbereitet. Ihr wisst, ich habe niemals Angst. Ich erschreckt mich auch nie. Erschreckt mich niemals nie. Ich werde mich gleich so krass erschrecken. Komm, flieg in die Luft. Hä? Nicht? Okay. Warum klopft das hier so krass? Hallo? Das macht mich jetzt schon ein wenig nervös. Okay, wir benutzen jetzt einfach die Keycard und gut ist. Nutzen einfach die Keycard und gut ist. Okay, wir haben Zugang. Hallo? Bin echt angespannt. Wie diese komischen Nebengeräusche Stress machen können. Okay, das ist ein seltsamer Gang. Ein Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Storage Room. Herrlich. Sehr gut, der ist sogar beschriftet. Das haben sie gut gemacht. Da ist ein Tape. Und hier ist ein kleiner Zettel. Den lesen wir. Steht nichts drauf. Sei vorsichtig. Lass niemals deine Schlüsselkarte zurück. Der letzte ist beinahe entkommen. Ist das vielleicht wirklich so ein Kultquartier, in dem wir sind? Die Frage ist, sind wir einer der Kultmeister oder sind wir ein Opfer? Okay, das ist Tape 2. Tape 2, das können wir uns bestimmt anschauen. Hallo? Ich gehe jetzt erst in den Storage Room, wenn ich schon den Schlüssel dafür habe. Komm, mach auf. Hallo? Ist noch immer alles okay? Alles cool bei uns? Das Zeichen, das Doppel-Christus-Kreuz. Das haben wir schon mal gesehen. Und zwar auf Tape 1. Muss ich das nach Tapes sortieren? Was ist das? Schlüssel aber zu einem Schränkchen. Gut, ich glaube, es gab nur einen, der das nicht aufgeht, und zwar der hier. Dann, was steht hier? Tisch, Dusche, Schreibtisch. Tisch, Dusche, Schreibtisch. Dusche. Das ist da, wo wir die Würfel gefunden haben. Kann das sein? Tisch, Dusche, Schreibtisch. Gehen wir da mal hin. Tisch. Es klopft noch immer mein Herz die ganze Zeit. Tatsache. Okay, hier haben wir noch eine 6. Also Tisch 6, Dusche war 4 und Schreibtisch 2. 6, 4, 2 vielleicht. Und ich glaube, wir müssen das hier anders organisieren. Hier müssen wir in Wirklichkeit dieses Bild hier hin. Okay, dann schauen wir uns jetzt das zweite Tape an. Ob da auch so ein Zeichen drauf ist und merken uns das Zeichen. Dankeschön. Danke, dass es nicht irgendwie unheimlich ist. Warum klopft die ganze Zeit mein Herz? Hast du zu viel Kaffee gesoffen? Hättest nicht den doppelten Espresso bestellen dürfen. Hättest halt einen einfachen genommen. Es wäre vielleicht besser gewesen für dich. Ohne Scheiß. Okay, es ist super finster hier einfach unter der Treppe. Wir leben besser nicht wie Harry Potter unter der Treppe. Das ist blöd. Okay. Schauen wir uns das zweite Video an. Ist ja überhaupt nicht unheimlich hier sonst. So, los geht's. Ich kann es kaum erwarten. Video Nummer 2. Rein damit. Play und diesmal schauen wir uns von vorn an. Tape 2. Okay. Das sehen wir? Das ist echt cool gemacht. Das müssen die in irgendein Lost Place gedreht haben. Das finde ich super cool. Es ist das... Die Raute des Teufels. Das schlimmste aller Zeichen. Nein, es ist nicht so schlimmes Zeichen. Ich finde so Lost Places echt spooky. Und vorhin haben wir einen Schatten gesehen.
Das ist cool gemacht. War da einer? War da einer? Habt ihr das gesehen? Sag mir mal, ob ihr den Typen auch gesehen habt oder ob ich es mir eingebildet habe. Geht er wieder hoch? Und was jetzt? Das ist ein cooler Lost Place. Jetzt super Schiss. Ich würde es auch mal super gern machen. Auf Lost Place Tour gehen. Ich weiß nicht, macht ihr das? Oder wart ihr schon mal auf Lost Place Tour? Hallo? Ich bin so angespannt. Und es ist aus. Es ist aus. Okay, also eigentlich ist nicht viel passiert. Wir haben nur so ein Zeichen gesehen. Ja komm, klar, rewind's kurz. Ist gut, wenn es zurückgespult ist und wir binge-watchen wollen. Seltsame Lost Place Touren und so weiter. Okay, das zweite war so eine Raute. Haben wir die denn? Die haben wir, okay. Dann setzen wir die jetzt ein. Dann setzen wir die jetzt einfach mal ganz gechillt ein. Und dann müssen wir schauen, wo es weitergeht. Dann weiß ich nämlich tatsächlich nicht ganz, wo es weitergehen könnte. Wir haben ja auch diesen Hinweis hier bekommen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Code-Schloss? Hallo? Jetzt reicht's aber langsam mit dem Flackern und mit dem blöden Licht hier. Macht mich vielleicht doch ein bisschen nervös, genauso wie das Flüstern. Weißt du was? Wir hängen das hier auf. So, ist cool. Cool, Satan, bist du wieder zufrieden mit mir? Was ist hier los? Was ist hier denn los? Okay, überall flackert, dann fällt das Licht aus. Ich bin echt angespannt. Die Tür ist versperrt. Ich frag mich, wo es weitergehen könnte. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Das heißt, wenn diese kleine Box hat, ein Zahlenschloss. Vielleicht können wir die öffnen, die war irgendwo unten. Es wird langsam echt creepy. Ich habe Herzschlag, ich höre die ganze Zeit ein seltsam unheimliches Flüstern. Jetzt machen wir die Box auf. Oh Gott. Ja, Vorsicht vor blinkenden Lichtern. Also, wie machen wir das auf? Hallo, ich würde schon gerne aufmachen, ich weiß noch nicht wie. Aha. Okay, 642 war es. Ich weiß noch nicht, was richtig ist. 6, 4, 2. Andersrum, 6, 2, 4. Auch nicht? Ja, läuft bei mir. Muss ich es vielleicht anders anordnen? Muss ich es weiter vorne anordnen? Kann das sein? So vielleicht? Auch nicht. Was für eine Kombo könnte es noch sein? 4. 2. 6. Geh halt auf! Hä? Was ist jetzt los? Es ist 3 Uhr. Was heißt das? Ist das timed? Haben wir es verschissen? Gottes Willen, da kommt der Mann mit der Maske. Hallo, lieber Maskenhannes. As promised, I have come. Das ist schön. Bist du mein Date? Ich muss durch diese Tür kommen. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Oh nein, es fängt von vorne an. Es fängt von vorne an. Ich glaube, wir haben nur bis 3 Uhr Zeit, das hier zu entschlüsseln. Okay, wir müssen es nochmal versuchen. Aber cool gemacht ist es schon irgendwie. Es ist so ein bisschen Escape Room-artig. Schnappen uns das erste Tape. Komm, nimm's. Ihr habt nicht ewig Zeit. Glücklicherweise habe ich herausgefunden. Ich habe sogar ziemlich wenig Zeit. Genau. Wir sehen uns um 3 Uhr morgens. Da freue ich mich schon. Zu unserem Tinder-Date. Hier ist eine 6 drauf. 6. Okay, wir haben das erste Bild. Okay. Deswegen können wir auch rennen, um uns wahrscheinlich gelegentlich mal ein bisschen sozusagen die Sache hier abzukürzen. Und das bedeutet auch, jetzt geht erst die Uhr los. Okay, wir müssen irgendwie diese kleine Kiste da aufkriegen. Aber ich frage mich halt, wie? In der Dusche, hieß es, habe ich irgendwas in der Dusche übersehen? Sind hier mehr Würfel? Gibt es einen zweiten Tisch? Zweiten Tisch. Hier ist kein Würfel.
Eine Frauendusche ist kein Würfel, sondern nur Nippel zum Abgreifen. Nein! Keiner sollte hier Nippel abgreifen. Ich. Vier. Okay, ich verstehe es nicht ganz. Eigentlich müsste mein Code stimmen. Ich probiere gleich mal ein bisschen dran rum. Okay, hier haben wir die Sicherheitskarte. Die müssen wir auf jeden Fall nehmen. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir haben nicht ewig Zeit. Okay. Hier ist noch ein Counter. Ist hier mehrere Zahlen? 2? Nee. Mein Code müsste stimmen. Außer ich habe hier am Table irgendwas übersehen. Auch nicht. Hier nicht. Was ist das? Da war ein Köhler. Großartig. Probier jetzt hier ein bisschen dran rum. 1 hour later. Okay, 6, 7, 2. Ich habe keine Ahnung, wie die 7 zustande kommt. Nein, wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wirklich diese 7 zustande kommt. Aber ich möchte diese Videokassette. Das ist die dritte. Jetzt nimm's halt, du Hannes, du Blöder, echt. Und ein Schlüssel ist dahinter noch. Seltsamer Schlüssel. Ich glaube, das Zeichen habe ich auf irgendeiner Tür mal kurz gesehen. Okay, wir legen jetzt einfach schon mal die erste Tape ein. Ne, wir holen uns erstmal alle Tapes. Hey, Licht flackert, ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine Storage Key. Die Keycard meine ich natürlich. So, hier die Keycard. Hier finden wir auch einen Schlüssel. Nehme ich den zum Storage Room. Ja klar, das liest mir jetzt kurz. Bla bla bla, ist mir vollkommen egal. Ich habe keine Zeit. So, Kassette Nummer 2 haben wir. 4 Kassetten muss es ja wahrscheinlich geben. So, Storage Room waren wir auch schon. Schnappen uns dieses Bild hier. Was natürlich super schick ist. Wie viele Bilder haben wir? 2 Stück. Irgendwo habe ich noch eins vergessen. Okay. Hier gab es nur diesen Zettel hier. Der gelogen hat. Weil es definitiv keinen Würfel gibt, der eine 7 hat. Komisch. Echt komisch. Und ich weiß schon, dass das erste Bild, das wir hier einsetzen können, der Doppelchristus ist. So. Also. Ein zweites Bild muss hier noch irgendwo sein. Wo haben wir denn das vergessen? Schauen wir uns mal kurz die Videokassetten an. Also, das ist Kassette Nummer 1. Aber da wird es nichts Spannendes mehr geben. Ja, komm, mach den Fernseher an. Mach Play. Okay. Raus mit der Kassette. Wir spulen sie jetzt mal nicht zurück. Nein, ich habe gesagt, wir spulen sie nicht zurück. Ich habe keine Zeit für sowas. Hier liegt noch das hier. Hier war doch irgendwo noch diese komische Tür. Die hier. So, öffne dich. Sehr schön. Was ist das denn? Ach, das ist so ein Slide-Rätsel. It's in the tapes. Oh nein, ein Zahlenschloss. Es ist in den Tapes. Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Zahl gesehen. Was ist das hier? Oh nein. Okay, kann man eins davon... Das ist irgendwie verstörend. Schaut super aus. Geht trotzdem nicht auf. Irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so gescheit. Hä, ich glaube, ich muss es umdrehen. Was ist denn unten? Gibt's mir hier irgendein blödes Rätsel? Ich sehe nicht mal, wo oben und unten ist. So, oh nein, es pocht. Schau, mein Herz, mein kleines. Mein kleines GHG-Herz. Muss eigentlich alles nur dreimal drehen. Sehr schön. Hat funktioniert. Das vierte Tape. Okay, wir müssen uns die Tapes anschauen, damit wir den Code hier kriegen. Ah, das wird knapp. Im ersten Tape habe ich jetzt nichts gesehen, was mir jetzt weiterhelfen würde. Ich würde sagen, machen wir mit Tape 2 weiter. Wir brauchen irgendwelche Zahlen. Tape 2. Los, rein damit. Schauen wir mal kurz nochmal hier nach einer Zahl. Wir müssen irgendwo eine Zahl hier sehen. Da steht irgendwie Eva. Das hilft mir wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig weiter. Das sagt mir echt nichts. Oh, das brauchst du zum Zurückspulen. Wie gemein ist das denn? So, rein mit dem dritten Tape. Tape Nummer 3. Komm, play. Die
Anzahl der Blutkleckse. Da waren drei Blutkleckse. Vielleicht ist drei. Drei die zweite Zahl. Hier ist dieses komische Zeichen. So ein X. Okay, da geht die Treppe hoch. Vielleicht sehen wir wieder Blutflecken. Vielleicht müssen wir die Blutflecken zählen. Oder auch nicht. Nehmen wir mal die Blutflecken. Ich lebe es, Blutflecken zu zählen. Blutflecken zu zählen ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Ich sehe bisher gar keinen Blutfleck. Was ist das für eine... Das ist einfach so ein grünes Graffiti. Irgendwie macht das keinen Sinn. Ach du liebe Güte! Wir sind nicht allein. Okay, das ist echt spooky. Das ist echt spooky. Da waren jetzt null Blutflecken. Vielleicht. Oder habe ich noch eins irgendwie gesehen? Ich glaube, wir schaffen es schon wieder nicht. Okay, Tape Nummer 4. Hau rein. Action. Play. Was? Tape 3? Nein, Tape 3 brauche ich nicht. Stopp. Komm raus, Johannes. Ich möchte Tape 4 haben. Hier, Tape 4. Komm, ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay, das ist ein seltsames Ding. Ich glaube, Zeichen habe ich jetzt alle. Das ist echt vielleicht ein bisschen zu echt. Da sehe ich wieder drei Blutflecken an der Wand. Ach du liebe Güte! Da haben sie auch noch den Mann weggeschnetzelt. Schon ein cooler Kult von euch. Ist schon echt cool. Ich muss mir die letzte Kassette nochmal schnell anschauen. Mit der letzten meine ich eigentlich die erste. Oh, 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 oh. Wir haben nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist vielleicht ganz blöd. Okay, okay, okay. Ich befürchte, ich schaff's schon wieder nicht. Ich komme echt nicht drauf, was der Code sein könnte. Bis ich das zurückgespult habe, bin ich ja fix und tot. Hat das was mit dem Datum zu tun? Hat das damit vielleicht was zu tun? Leg mal die zweite Kassette ein. Was ist dieser Punkt? Das ist die Zeit insgesamt. Das ist die insgesamte Zeit. Okay, okay, ich muss mir anschauen, wie lange das insgesamt dauert. Gott, ist es fies. Das ist wahrscheinlich die komplette Zeit, die man zusammenrechnen muss. Oder kann es sein? Oder ist es der 30. Juli? 30.07. 30.07. Das wird knapp, das wird super knapp. Vielleicht ist es das Datum von der Aufnahme. 30. Hallo? 30.07? Nein, andersrum. Dann 37. Aha, okay, weil amerikanisch. Okay, okay, okay. Wir haben die Bilder. Das ist das letzte Bild. Vielleicht schaffen wir es. Vielleicht schaffen wir es. Das wird super knapp, sage ich euch. Das wird super knapp. Gleich ist nämlich vorbei mit dem bösen Zauberer, nicht mir. Hier, das war das letzte. Das hier war das. Und das war jenes. So, geht das Ding jetzt auf? Jawohl! Okay. Türschlüssel. Ich glaube, ich habe eine Ausgangstür da hinten gesehen. Das wird super knapp. Jungs, Mädels, das wird super knapp. Ich glaube, die war da unten irgendwo. Komm, go, 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 go. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay. Du hast das Hotel verlassen. Wir sind aus den Fängen des Kults entkommen. Es war das Datum. Ich dachte, es ist die Zeit, die man zusammenrechnen muss am Anfang. Aber dann war es doch das Datum.
Jetzt bist du frei. Frei von diesem Schmerz. Welcher Schmerz? Hämorrhoiden. Der Kreislauf ist gebrochen. Und das war's. Und das Game hat sich selber geschlossen. Ja, das, liebe Kultisten, war The Tape. Ja, ich fand's ziemlich cool gemacht. Es waren echt ganz coole kleine Rätsel da drin. Hat mir gefallen, war so ein bisschen wie so ein Escape Room Game eigentlich, wo man nur begrenzt Zeit hat. Nee, war richtig cool gemacht. Ich fand auch die Aufnahmen von diesen Lost Place sehr cool gemacht. Also da muss ja auch jemand hingesetzt haben und muss das sozusagen aufgenommen haben in diesen Lost Place mit den Masken. Okay, klar, das sah jetzt nicht super echt aus. Andererseits, naja, sind wir mal ehrlich, das waren echte Aufnahmen, also sah es irgendwie schon super echt aus. Das war cool gemacht. Wir sind den Fängen des blöden gegnerischen Kults entkommen und haben mal wieder obsiegt. Ausgezeichnet. Ja, ich fand das Game richtig cool für ein Indie-Game. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo oder hätte die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Schrecken. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann. Ciao.